Das ist jetzt die alte Anlage, hier kommt alles raus. Und habt ihr euch auch schon gefragt, was wir mit all den alten Sachen machen? Die alten Pfähle, die werden gebraucht. Auch diese Rebstöcke hier, die kommen alle raus, auch die verwenden wir noch. Und das, auch die Drähte, die kann man noch brauchen. Und was wir mit diesen Sachen machen, zeigen wir euch in diesem Video. Schaut zu und lernt was dabei. Guten Morgen zusammen. Es ist Mittwoch, der 21. Februar. Es ist kühl, aber das Wetter ist relativ trocken und es ist so angenehm im Moment hier draußen. Wir haben noch ein bisschen Arbeit im Rebberg, nehmen noch die alten Holzpfähle zusammen, werden das Alteisen noch entsorgen etc. Hallo! Hallo! Sieht gut aus ohne die Pfähle. Jetzt geht's wieder los da. So, also, das Erste, was wir machen, ist jetzt mal die alten Pfähle weg. Und dann kommen irgendwie, müssen da noch die Rebstöcke ausgerissen werden. Und aber bevor wir das machen können, müssen wir erstmal alles entsorgen. Also Pfähle weg, Drähte weg, alles weg. Es sind doch noch ein paar Pfosten zum Zusammennehmen. Und die einen sind eben kaputt, die anderen nicht. Und die ganzen werden wir recyceln. Die brauchen wir dann wieder für später für andere Dinge. Das ist, wenn man keine Zange hat, da muss man ein bisschen Gymnastik machen, aber seht ihr, die Drähte gehen kaputt. Das nächste Mal unbedingt eine Zange mitnehmen. He? Oder ein Sackmesser wie der MacGyver. Ah. Ja, der MacGyver kann ja alles mit dem Sackmesser. Ja, nicht nur mit dem Sackmesser. Ich kann alles mit einer Zange. Schneit nicht. Ah, ein bisschen Schneefeeling. Ist ein bisschen kalt, aber es ist besser, wenn der Boden gefroren ist, als wenn es jetzt regnen würde und so richtig kalt nass ist. Das geht jetzt gar nicht, aber so gefroren und trocken, dann macht das Schaffen richtig viel Spaß. Du, aber reicht das nicht etwa? Ja. Mal schauen, ob ich ohne Unfall ankomme. Typisch. Schon ein bisschen einseitig, hä? Ah ja, geht schon. Aber geht das? Geht schon, passt schon. Es passt. Ja, hoffen wir das Beste. Und ist mit dem Traktor viel, viel schneller. Für mich ist es wieder Fitness. Die eine Balge hat er aufgelöst. Denn hier kommen jetzt die Pfähle hin, die vom Rebberg. Und die schön sind, kommen hier nach drüben. Und die sind ein bisschen kaputt, aber das spielt keine Rolle. Die kann man auch so noch gut gebrauchen. Hat es wieder Platz, tada! Also, die gute Pfähle, die der Spitz hält, mal testen. Oh. Die haben 50 Jahre überlebt
Und diese Pfähle recyceln wir natürlich für unsere Zäune, für unsere Tiere, für unsere Nussbaumen, die wir hier oben haben, brauchen wir auch noch jede Menge Pfähle. Und die speichern, also die behalten wir. Ja, da können wir immer froh sein drum. Ja, weil so ein Pfahl ist doch noch ein paar Franken wert und, ja. Und wenn man sie nutzen kann, ist das gut. Und das Gute, das sind ja lange Pfähle. Hier haben wir ja alles eingefroren. Hier haben wir einen kaputten Pfahl und wenn wir sagen, ja, für einen Weidezaun, der muss ja nicht so hoch sein, können wir immer noch hier abschneiden, eine neue Spitz machen und den kann man immer wieder verwenden. Da ist ein kaputter Pfahl. Der vom letzten Flock. Jetzt ist er definitiv kaputt. Ja. Was meint ihr? Was machen wir mit diesen Rebhölzern? Mit diesen Rebstrunken? Im Sommer brauchen wir die natürlich auch für den feinen Duft vom Grill. Das schmeckt, riecht wunderbar, das Holz, wenn man es in das Feuer wirft. Wir brauchen es aber auch für etwas anderes. Wir zeigen es euch. Das machen wir mit dem Rebholz. Das ist für die Ökofläche, da können sich die Tiere verstecken, sie können Nistplätze machen, wie die Echslein, Feuersalamander haben wir, die Vögel. Hier unten haben wir noch den Dings. Ein Stück vom Nussbaum, einen großen Ast. Der ist aber schon ziemlich hohl gewesen, den haben wir hier mal hineingepflanzt, hineingebudelt, aber der ist in der Zwischenzeit bereits wieder morsch geworden und umgefallen. Aber den lassen wir trotzdem liegen, da können die Tiere sich verkriechen, verstecken. Da haben sie ein bisschen Abenteuer in der Wiese. Und wir brauchen ein neues Vogelhäuschen. Das habe ich gerade gesehen. Ja. Ist runtergefallen. Ja. Hat der Sturm nicht überlebt? Nein. Hat sein Nest gehabt? Nein, ist leer. Ist leer, hä? Ja, ist leer. Können wir gleich mitnehmen. Ja. Aber hier ist es total zerfressen, hast du gesehen? Da war irgendein Tier dran. Ja. Ja, jedenfalls brauchen wir ein neues, hä? Ja. Definitiv. Können wir wieder einen Baum aufhängen. Aber ich denke, wir sollten gleich zwei, drei Stücke haben. He? Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr wisst, wenn ihr ein gutes Vogelhaus kennt oder wisst, was richtig gutes Vogelhaus ist, schreibt es unten in die Kommentare. Genau. Und dann werden wir mal schauen, was für Vogelhäuser es gibt. Und vielleicht machen wir mal sogar einen Vlog darüber. Im das Sommer oder im Frühling. He? Wenn die, ja, auf dem Frühling, ja. Ja. Wenn die Vögel die neuen Nistplätze suchen. Genau, wenn die Frühlingsgefühle kommen. So, awesome. Wir machen noch mehr mit unserem Recycling-Dinger, was wir im Rebberg alles finden. Das geht jetzt. Alle Steine, die wir finden, kommen hier hin. Da haben die Eidechsen und die kleinen Tiere Freude. Und das, was wir jetzt mit den großen Steinen machen, das zeigen wir euch jetzt. Das machen wir mit den großen Steinen. Diese schöne Steinmauer haben wir hier errichtet in der Wiese. Da kommen wir auch im Sommer mal rauf und trinken etwas. Ist ein ganz, ganz schönes Plätzchen. Auch für mich ist die Steinmauer etwas sehr Wichtiges. Ich weiß, als Kind habe ich mal diese Schlange, diese Kreuzotter, Kreuznatter, ich kenne den Namen nicht mehr, aber es war eine super schöne Schlange. Und die habe ich dann seit x Jahren nicht mehr gesehen. Und für mich ist es wichtig, die Steinmauer, ich möchte wieder diese Reptilien im Rebberg haben, dass sie doch zu unserem Ökosystem gehören, zur Natur gehören. Und darum machen wir auch so viele Steinmauer, Steinhäufen. Steinrecyceln macht auch Spaß. Es sieht nicht nur gut aus, es hilft uns, es hilft der Natur und jeder hat was davon. Und wir sind sicher nicht mehr im Rebberg. Ich gehe jetzt noch nach Zürich Wein liefern, muss noch etwas bereit machen. Und hiermit übergebe ich die Kamera Andi,
Ja, danke vielmals. Bitte schön. Ja, wir haben noch was vor. Wir müssen noch auch mit den Drähten schauen, was wir mit den Drähten machen. Die müssen noch recycelt werden. Also das machen nicht wir. Ich kann nichts anfangen mit dem. Die bringen wir ins Alteisen. Dort werden sie eingeschmolzen, was auch immer. Jedenfalls sind sie dort in guten Händen. Grau, grau, grau. Das Wetter ist immer grau hier oben. Aber was ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob ihr seht, der Wald oben hat noch richtig viel Schnee. Die werden mal gucken, wie viel Schnee es oben hat. Ein bisschen in die Lüfte. Immer wieder spannend, wie viel Material es aus so einem alten Repair gibt. Wir haben hier, das sind die alten Drähte, das sind die Metalldrähte. Die kommen jetzt ins Alteisen, die werden aufgeladen. Und hier haben wir die Plastikdrähte, das sind Kunststoffe, die kommen in den Abfall. Immer wieder viel los hier auf der Straße, die vielen Autos. Und noch mal eins. Das ist da wie in der Stadt, so viele Autos. Jedenfalls, zwei Drähte. Das ist der Kunststoff, der kommt in den Abfall, in die Verbrennung. Kunststoffdrähte bin ich jetzt überhaupt nicht der Freund dafür. Die sind immer sehr elastisch. Die kann man sehr gut durchschneiden. Und die Neuanlage, die ich mache, die kommen einen Metalldraht mit der Verzinkung. Die finde ich sehr praktisch. Die kann man mit dem Grippespannen anziehen und damit bin ich happy. Kunststoff kommt bei mir nicht mehr in den Rettberg. Es gibt noch ein bisschen Arbeit für mich hier zu erledigen. Priska sitzt in der Stadt am Wein ausliefern. Sie kommt noch irgendwann später. Aber ich mache für heute Schluss. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich sage danke vielmals fürs Zuschauen. Habt ihr irgendwelche Fragen, unten in die Kommentare hineinschreiben. Antworten wir. So viele Leute hier. Ja, also sage ich Tschüss. Daumen nach oben. Abonnieren. Glocken klingen lassen, all das und wünsche euch einen schönen Abend und sage Tschüss. Mal schauen, wie viele Tonnen es gibt von dem Alteisen. Ich denke nicht so viel. Ich möchte euch noch den letzten Film in Erinnerung rufen, die finale Weindeckerstation, bevor der Wein abgefüllt wird. Schaut euch den Film an, wenn ihr Lust und Zeit habt, kommt vorbei, meldet euch an und ja, wir freuen uns über jeden Besucher, der kommt und dann tschüss, schönen Abend und genießt es!